Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Let's Play die Siedler 2. Wir sind immer noch in der Weltkampagne. Grönland haben wir erobert. Jetzt haben wir die Qual der Wahl. Wir können Nordamerika nehmen, wir können Afrika nehmen oder Nordasien. Ich würde sagen, ja komm, wir sind schon drauf. Wir nehmen Asien und legen direkt los. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Überall ein paar Steinchen, das ist schon mal nicht verkehrt. Hier unten ein bisschen Holz, das ist erst recht nicht verkehrt. Moment. Ja, komm, machen wir... Ne, wir machen hier den Holzfäller erstmal hin. So, Baracke. Sägewerk. Sägewerk. Oh, das ist schlecht. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Dann machen wir es einmal so. Zack, so. Wir müssen uns natürlich auch noch hier... Moment, erstmal hier hinten noch. So, hier bietet sich eine Fischerhütte an. Alles andere wäre, glaube ich, ein bisschen Verschwendung von Ressourcen und Platz. Ach, den Ton, Moment, den Ton muss ich ja noch... So, und wir nehmen... Was nehmen wir denn? Nehmen wir doch mal die 3. So, dann kommt hier noch eine Baracke hin. Da noch eine Baracke hin. Wir müssen mal reinschauen. Okay, wir haben Eisen und Kohle. Das ist schön. Dann können wir schon mal direkt anfangen, ein bisschen was zu produzieren. Gebt mir bitte einen Moment. So, wir machen hier die Eisenschmelze hin. Hä? Geil, dadurch, dass ich jetzt hier die Eisenschmelze gebaut habe, kann ich hier jetzt auf einmal ein größeres Gebäude bauen. Sehr schön, dann machen wir doch mal die Schmiede dahin. Gold haben wir leider keins. Wir haben 51 Soldaten, ein paar Esel haben wir. Das ist alles sehr schön. So, ich würde sagen, hier unten kommt mal ein Schlosser hin. Nur für den Fall der Fälle, dass ich irgendwie einen Versorgungsengpass kriegen sollte. Moment, die Baracke machen wir mal... Den Weg machen wir jetzt bewusst ein bisschen hier rum, denn dann haben wir hier nämlich genug Platz, dass wir einen Bauernhof machen können. Da können wir dann auch zeitnah gucken, dass wir ein bisschen Nahrung produziert kriegen. Denn, wie ihr seht, da haben wir einen erheblichen Mangel. Und das ist gar nicht gut. So, machen wir nochmal einen Umweg, nur für den Fall der Fälle. Und hier machen wir schon mal einen Brunnen hin, einfach weil hier sowieso nur ein kleiner Bauplatz ist, den wir gerade frei haben. Und das passt da doch super. Oh, ich merke gerade, ich sollte mal möglichst... Ich baue jetzt schon mal hier unten einen Förster hin. Ist jetzt nicht der optimalste Bauplatz, hat aber einfach den Hintergrund. Ich habe jetzt noch insgesamt 38, nein, 37 Bretter noch theoretisch zur Verfügung. Hier kommen noch zwar ein paar Bäume, aber das sind nicht allzu viele. Und bevor ich gar kein Holz habe, baue ich da lieber frühzeitig. So, wir kümmern uns schon mal eben um die Verteilung, schalten die überall gleich. Ihr kennt das ja. Und bei Bedarf können wir da umjustieren. So, Schlosserei, Werft. Ich glaube zwar nicht, dass wir hier eine Werft haben werden, aber für den Fall der Fälle haben wir auch davor gesorgt. So, weiter geht's. Oh, wisst ihr was? Ist jetzt hier zwar ein kleiner Umweg, aber dadurch haben wir sehr viel freie Fläche in der Mitte. Und dadurch können wir uns hier noch einen weiteren Bauernhof gönnen. Wuhu! So, wir erkunden schon mal... Moment. Nee, ich mach... Ist jetzt erstmal sowieso nur zum Erkunden. Also nicht zum Erkunden, sondern fürs Bergwerk. Wie viele Gegner haben wir überhaupt? Das habe ich auch noch nicht geguckt. 3 Gegner. Okay, die sind natürlich alle miteinander ganz dicke. Mich mögen sie nicht. Keiner hat Gold. Alle haben die gleiche Militärmacht. Schön, schön, schön. So, da haben wir auch nochmal einen Berg. Den werden wir natürlich auch gleich standesgemäß erforschen. Da einmal aus. Da einmal aus. So, hier bleiben wir schön am Berg. Zack. So, was ist noch? Eisen gefunden. Das ist schon mal gut zu wissen. Unser erster Rohstoff steht. Yippie, sagt er. Wieder Eisen.
Hoffentlich findet er auch Kohle oder sowas. Nein, das sieht fast so aus, als wäre in dem Berg tatsächlich nur Eisen drin. Gut, ist jetzt nicht so furchtbar schlimm. Von daher alles soweit so gut. Lada! So, und hier, damit wir den größeren Bauplatz mitnehmen. Moment, nein, so. Zack. Militärgebäude besetzt, ja, sehr gut. So, da wir das Getreide natürlich auch irgendwie nutzen müssen, würde ich sagen, machen wir oben mal eine Schweinezucht und hier eine Fleischerei. Oder? Nee. Wisst ihr was, wir machen es anders. Hallo, ich wollte abreißen. Wir machen hier eine Mühle und eine Bäckerei. Ich bleibe auf Brot und Fisch. Nicht, dass ich mich damit Jesus näher fühle oder so, aber... Oh, sehr geil, Gold. Das ist doch mal sehr schön. So, jetzt haben wir schon unseren Brettermangel und ich überlege gerade, ich brauche noch ein drittes Sägewerk. Das macht so keinen Sinn, deswegen kommt hier jetzt mal eins hin. So, das hätten wir auch besetzt. Wunderprächtig. So, da ein Steinbruch, hier noch eine Kaserne. Und zack. Einmal schön, so dass wir uns richtig schön viele Bauplätze versaut haben. Ist mir aber gerade insoweit egal, weil ich glaube, wir werden noch genug Land erobern. Apropos Land, wir schauen uns mal die Karte an, dass wir mal von der Größe ein Bild kriegen. Okay, drei Gegner. Ja, wird sportlich. Gold hat immer noch keiner, das ist schön. Meine Waren sind aber rapide gesunken. Ist natürlich auch nicht so pralle, aber gut. Werden wir schon alles hinkriegen. Ist ja auch nur normal, wenn man viel baut, dass dann erstmal die Waren natürlich runtergehen. So, weitere Steinvorkommen, das ist perfekt. So, da scheint der erste schon wieder zurückzugehen. Das ist gut, denn dann kann er gleich den nächsten Berg mal erforschen. Beziehungsweise, wenn wir hier gleich weiter sind, können wir da oben ein bisschen weiter schürfen. So, hier wird mit Sicherheit auch nur Eisen drin sein. Deswegen klatschen wir hier erstmal alles wie immer zu. Ihr kennt das Prozedere. So, zack. Ja, und da ist nämlich der Rückstau, den ich eigentlich vermeiden wollte, weil ich mir eigentlich geschworen habe, jetzt immer drei Sägewerke zu Beginn zu bauen. Und irgendwie habe ich es vergessen, verdrängt oder was auch immer. Und jetzt stehen wir erstmal doof da, weil wir sehr viele Baustellen haben. Aber wisst ihr was, die Baustelle für die Bäckerei, die ist jetzt nicht so wichtig. Ich könnte jetzt natürlich die Wege abreißen, um entsprechend die anderen Baustellen beliefern zu lassen. Aber ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Bin da jetzt mal vorsichtig optimistisch. So, zack. Ah, wir sehen, das Sägewerk hat schon sein Holz bekommen. Ich hoffe, das wird jetzt auch reichen, dass wir da direkt fertig produzieren können. Das wäre schön. Ob es so kommt, sehen wir dann ja, wenn es soweit ist. Aber hier unten baue ich jetzt mal eben eine Eselszucht hin. Denn die Esel dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Ich meine, wir haben zwei Bauernhöfe und gerade erstmal eine Mühle und Bäckerei. Das sollte eigentlich locker reichen. So, Gold. Dann müssen wir... Genau, wir können jetzt erstmal den Berg hier mit zweien. Und hier oben schicken wir nochmal einen hin. Ja, oder zwei. Ich guck mal, ob da vielleicht noch ein zweiter rauskommt. Ja, da kommt noch ein zweiter. Cool. Einfach, dass wir da auch wissen, was Phase ist, was da im Berg so auf uns wartet. Oh, hier ist sehr schön viel Baufläche. Das finde ich sehr gut. Moment, da muss ich mal den Weg eben anders machen. So. Komm, da kann auch noch Eisen hin, da kann auch noch Eisen hin. Eisen gefunden und nochmal Eisen gefunden. Toll, ich brauche Kohle, Leute. Eisen ist zwar ganz nett, aber bringt jetzt nicht so unendlich viel.
Was haben wir hier? Ja, meine Kohle ist nämlich schon fast alle. Ach, ich habe noch gar keine Brauerei, fällt mir ein. Kohle gefunden, es geht doch. Sehr schön. Die sollte auch mal angeschlossen werden. Das könnte hilfreich sein. So, direkt der nächste Bauernhof. Ich bin gespannt, ob wir hier noch was anderes als Eisen finden. Ich gehe mal nicht davon aus, da das ja nicht so der große Berg ist. Wir müssen einfach schauen. Was anderes können wir eh nicht machen. So, eine Holzfälle machen wir auch mal hier hin. Ist ja sowieso nur übergangsweise, bis wir da oben das Holz weg haben. Vielleicht werde ich hier hinten einen zweiten Holzkreislauf errichten. Das muss ich nochmal in mich gehen. Wobei, ich sollte schnell in mich gehen, denn ich habe so gut wie kein Holz mehr. Das heißt, so gut wie keins. Ich habe keins mehr. Meine Sägewerke sind auch nicht gerade voll gefüllt mit Holzstämmen. So, Holzfäller. Förster. Und machen wir hier noch den anderen Holzfäller hin, dann haben wir's. Wow, was war das denn? So, Moment, wir lassen die eben noch erkunden, den Förster, den können wir ja gleich dran machen. So, bitte erkundet jetzt einmal ein bisschen schneller, weil ich will wissen, wo hier... Also hier dürfte wahrscheinlich auch noch Gold sein. Yippie. Militärgebäude besetzt. Schön. Mehr Gebirge. So, das mache ich jetzt mal hier hin. Dann können wir da nämlich schön einen Holzfäller hin pflanzen. Dich machen wir hier oben hin. Wasser gefunden. Na, das ist doch mal ganz wichtig. So. Gold und dann noch ein Goldbergwerk. So, und dann können wir hier jetzt schon mal endlich anfangen, Kohle zu schürfen. So, denn die Kohle, die... Moment. Erstmal... Genau, machen wir es so. Kohlebergwerke machen wir direkt alle drei, denn wir brauchen viel Kohle. Goldbergwerk schließen wir auch direkt an. Militärgebäude besetzt. Wunderbar. Dann brauchen wir auch noch eine Münzprägerei, denn wir haben ja jetzt auch schon mal Gold. Oh Mann, ich sollte dringend mehr Holz produzieren. Ich meine jetzt... Ach Gott, hier sind so viele Bretter drin, die jetzt komplett unnötig waren. Ach ja, irgendwann lerne ich es vielleicht mal, den Bau der Schlosserei im Auge zu behalten. Vielleicht nicht heute und vielleicht nicht morgen, aber ich bin sicher, eines schönen Tages wird dieses Wissen mein Hirn füllen und meinen Kopf zum Platzen bringen. So, wir erkunden hier nochmal direkt den Berg. So, hier dürfte nur Eisen drin sein, alles klar. Da möchte ich jetzt auch... Sag ich ganz... Ah, falsch gebaut. Sag ich ganz ehrlich, da habe ich jetzt auch keinen Bock, nochmal hier einen loszuschicken und dann noch mehr Zeit mit zu vertrödeln. Deswegen hier alles zu pflastern mit Eisenbergwerken. Zack. Und zack. So. Schließen wir mal zwei an. Und ja, ich weiß, ich brauche noch ein bisschen mehr Nahrungsmittelproduktion. Dessen bin ich mir durchaus gewahr. Hier kommt immer ein Holzfäller hin, dass wir mal hier die paar Bäumchen da beseitigen. So, oh, da ist schon der Feind. Na, Heidewitzka. Dann würde ich sagen, müssen wir doch mal ganz schnell erkunden. Das ging jetzt irgendwie wesentlich schneller als erwartet. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell auf den Feind treffen. Kohle gefunden. Schön, schön, schön. Aber das heißt, hier oben wird es wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern, bis wir auf den Feind treffen. Hm. Wir haben noch nicht gescheit viele Soldaten. Und noch gar keine Brauerei. Ah, ich bin ein Schussel, Leute. Was ist denn los, Mensch? Mann. Wo ist sie? Da. Brauerei. Das war ein Scheißstandort. Entschuldigt, aber ist so. Machen wir es da. Brauerei. Zack.
Und um die Brauerei zu beliefern, kommt hier noch ein Bauernhof hin. Zack. Na, Moment. Besser so rum. So, wir schauen nochmal, was in diesem Berg schlummert. Ah gut, hier ist alles voll mit Kohle. Wunderbar. Aber ne, wisst ihr was? Wir machen das mal anders. Mein Gott. So, jetzt aber. Hier auch. Den Weg reißen wir ab. Bauen stattdessen hier erstmal eine schöne Festung hin. Okay, hier kann trotzdem eine Wachstube hin, das ist schon mal gut. Ich muss ja ganz kurz schauen, hat er schon Gold? Hat irgendjemand Gold? Nein, keiner hat Gold, sehr schön. Das beruhigt mich ein wenig, das heißt, wenn wir schnell genug machen, wo gehst du denn jetzt hin? Ach, hier ist grenznah, okay, ja gut, das macht Sinn. Wasser gefunden, das interessiert mich natürlich brennendst. Das ist viel wichtiger als so eine Produktion von so eine Ausbildung von Soldaten oder Holzproduktion. Ja, ich habe am Anfang mal wieder mir selber einen Engpass geschaffen mit zu wenig Holz. So, warte mal, hier ist auch der Feind. Das heißt, auch hier wird... Moment, die Baracke kommt mal weg. Denn wir machen hier auch eine Festung hin. Seit 30 Minuten nicht gespeichert, Kerl. Es geht schon wieder los.